Danke, Dennis. Schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder meine Produkte, die ich aufgebraucht habe, zusammengekramt, um sie vor euch zu zeigen. Also, falls es euch interessieren sollte, was ich aufgebraucht habe, dann bleibt jetzt gerne bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht viel, wir gehen direkt in dem Video rein. Viel Spaß. Als erstes, was ich hier aufgebraucht habe, ist diese Isana-Creme, und zwar die Isana-Tagescreme Q10 Anti-Falten-Power. Ja, das ist eine Creme, die ich, als ich relativ jung war, glaube ich, so mit 15 oder so in der Zeit, habe ich die immer genutzt, weil die halt günstig war und meine Mutter hat uns beigebracht, dass man immer, ne, vorbeugen soll für Falten und so. Und deswegen haben wir uns aber die geschnappt, wenn wir dann Taschengeld hatten und eine Creme brauchten, haben wir immer die gekauft. Und ja, ich hatte eine Zeit lang wieder die gekauft, weil ich irgendwie bei meiner L'Oreal-Creme, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste meine Produkte mal so austauschen, wenn ihr wisst, was ich meine. In diesem Fall hatte ich das dann auch wieder gehabt und dann bin ich wieder auf die gestiegen, die ich als Teenager immer genutzt habe. Und ich finde sie gut, aber sie ist jetzt nicht krass. Sie ist nicht krass, man sieht jetzt nicht krassen Unterschied oder so. Klar, wir wissen das erst, wenn wir super alt sind, ob sie funktioniert oder gewirkt hat. Ja, aber sie ist für den Alltag ganz okay. Sie ist nicht so. Sie spendet nicht so krass viel Feuchtigkeit, finde ich persönlich. Aber sie ist auf jeden Fall okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich finde es immer so ganz nice, wenn ich mal so hin und her tauschen muss mit Cremes, wenn ich merke, so, oh, mein Gesicht gewöhnt sich zu sehr an die Creme, dass ich wieder immer tauschen kann. Deswegen greife ich trotzdem immer wieder gern zu dir zurück. Ja, da schon mal dazu. Auf jeden Fall trotzdem ein Yay von mir, weil das meine Kindheit ist, ne? Kommen wir zu einer Creme, wo ich sehr viel Feuchtigkeit brauchte, zum Beispiel in der Winterzeit und so. Und zwar diese hier, und zwar ist das die Balea Urea Tagescreme. Intensive Feuchtigkeit mit 5% Urea für sehr trockene und sensible Haut. Ja, wie gesagt, die habe ich immer genutzt, als ich sehr, sehr trockene Haut hatte. Und dann geht es tatsächlich wieder. Und ich kann sie bei euch wirklich, wirklich empfehlen. Ich mag sie richtig gerne. Sie zieht schnell ein, aber man merkt trotzdem, dass sie sehr viel Feuchtigkeit gibt. Und die Haut sieht einfach da am nächsten Tag nicht so trocken aus, was ich bei anderen Cremes manchmal häufig habe. Obwohl ich habe eine sehr trockene Haut. Eine mischtrockene Haut. Kann vielleicht daran liegen, bei Typen, die vielleicht normale Haut haben. Oder ölige Haut ist sie jetzt, würde ich sagen, nichts. Aber für uns trockene Menschen, sorry, meine Tür geht immer auf wegen dem Wind. Für die Leute, die trockene Haut haben, ist sie wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und ja, die habe ich dann immer mal so eine Woche benutzt. Dann habe ich sie wieder weggelassen und dann immer wieder benutzt, wenn ich merkte, okay, ich brauche Feuchtigkeit im Gesicht. Dann habe ich die gern genutzt und ja, die ist jetzt leer. Ja. Ich fand sie wirklich gut. Ein Yay von mir. Kommen wir zu einem Produkt, was ich mir beim Euroshop gekauft habe, einfach weil sie runtergesetzt war und ich keine Creme hatte daheim. Das ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, glaube ich. Und zwar ist das diese hier. Ja, das ist die Raspberry im Pomme. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall eine Body Butter. Ja. Wie ihr seht. Die hat auf jeden Fall diesen Raspberry-Geruch und den habe ich wirklich gern gemocht, kann ich euch sagen. Ja, zu der Pflege ist okay. Ist okay. Ich habe jetzt keine krasse Pflege gemerkt. Das ist halt wirklich so eine Creme, wenn du so ein bisschen Glow oder so einfach so gerade eine Pflege brauchst oder eine Creme möchtest oder dass du willst, dass dein Körper so ein bisschen eingecremt ist, dann ist die wirklich gut, weil die Haut dann eben so danach riecht. Und das fand ich für den ersten Moment richtig schön, aber so eine richtige Pflege ist es nicht. Also es ist eher so eine, ne, gerade mal eben so drüber gehen, damit die Haut so ein bisschen glowt sozusagen, dass sie aussieht wie eingecremt. Ist sie denn in dem Sinne auch, aber aussieht wie eingecremt und eure Haut dazu auch noch sehr gut riecht. Aber Pflege gibt es jetzt nicht. Deswegen ist es jetzt schwierig für mich zu sagen, yay oder nay, weil ja, für das eine ist sie gut, aber für das andere nicht. Deswegen sage ich. Ich weiß es nicht. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr sagen würdet, yay oder nee. Kommen wir zu dem nächsten Urea-Creme. Und zwar diese hier, die ich auch immer benutze. Und zwar ist es meine Balea Urea Fußcreme. Ja. Kann ich ganz klar sagen, ein absolutes Yay von mir. Urea ist sowieso immer ganz gut. Hier ist sogar 10% Urea. Ja, Urea ist einfach beste. Und.
Ja, ist für Füße. Mag ich sehr gerne. Zieht schnell ein. Ihr habt ein samtes, weiches Fußgefühl. Ich liebe diese Creme wirklich. Ich benutze alle Cremes von Urea, ob es Body ist, ob es Hand ist, ob es Fuß ist. Ich liebe die einfach alle. Ja, großes Yay von mir. Damit wir gleich bei Yay bleiben, weil wir sind ja Ursula. Wir sind ja ultra positiv. Und zwar, mein Lieblingsprodukt, was ich euch jedes Mal in die Kamera hätte, ist mein Rexona Deo. Das ist, ne? Ein Creme-Deo. Ich empfehle euch immer eine Creme-Deo zu nutzen. Einfach auch nach dem Rasieren, dass eure Haut das schön gepflegt wird, weil wenn ihr dann so ein Sprüh drüber macht, das brennt einfach. Und mit so einer Creme-Deo ist das einfach pflegend. Das erste schon mal. Und zweitens, sehr deckend einfach der Geruch. Ihr stinkt einfach nicht. Ihr stinkt einfach nicht, wenn ihr den drauf macht. Ich brauche euch das aber auch nicht weiter zu erklären. Ich glaube, ich habe es euch schon genügend in die Kamera gehalten. Und ich denke, ihr seid auch langsam schon wirklich abgenervt von mir. Aber ein absolutes Yay von mir und eine große Kaufempfehlung. Ich habe jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, meine ganzen Masken aufgebraucht. Aber ich habe nur eine übrig gelassen. Und zwar die hier. Das ist die Aloe Vera Hautmaske für das Gesicht natürlich. Ja, die ist von Schäfers oder Schäfers, ich weiß nicht mehr genau. Ja, Schäfers. Ja, ich finde die Masken von Schäfers richtig, richtig gut. Und die hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe sonst immer die blaue genutzt. Ist die, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ja, Schäfers finde ich eigentlich auch immer richtig gut, die Marke. Die Masken halten wirklich auf dem Gesicht. Und ja, deswegen habe ich sie euch nochmal behalten, um nochmal eine große Empfehlung rauszuhauen. Die anderen Masken, bei mir ist das immer so, die fallen einfach alle immer so ab. Auch wenn sie. Also entweder sind sie zu krass durchgenässt, was ich überhaupt nicht mag, weil dann rutschen die natürlich runter. Oder die haben einfach gar kein Pflegefeuchtigkeitsgel auf dem Tuch, was dann natürlich auch runterbröckelt. Und das habe ich bei den anderen meistens immer alle gehabt. Und bei der hier ist das wirklich so, das ist neutral, normal, durchgenässt mit dieser Feuchtigkeitsgel und die rutscht nicht runter und die bleibt da, wo sie hingehört und die Pflege danach habe ich sehr, sehr gut empfunden. Also die kann ich euch auch wirklich empfehlen. Ein großes Yay. Kommen wir wieder zu Cremes. Habe ich euch auch schon erzählt, dass ich eine Zeit lang eine sehr trockene Stelle hatte und zwar hier am Arm immer, aber immer nur auf der Seite. Ich weiß nicht warum. Und ich habe manchmal so, dass ich so Babycremes nutze, weil ich mir dann denke, so, wenn es für Babys gut ist, warum sollte es nicht für uns Menschen auch gut sein? Und ja, dem ist auch so. Ich habe hier die Baby Love Ultra Sensitive Reichhaltige Cremeöl-Lotion mit Mandelöl, Patinol, parfümfrei. Ja. Zum Ersten, warum ich sie gut finde, sie ist, wie es hier beschrieben ist, sehr pflegend und für sensible Haut kann ich euch wirklich empfehlen, wenn es ihr gerade davon betroffen seid. Was ich nicht so mag, ist, dass die sehr, sehr babbt. Sie zieht nicht schnell ein und ich bin halt ein Mensch, bei mir müssen Cremes schnell einziehen und sie dürfen nicht bappen. Und das tut die Creme leider, aber alles andere ist halt wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist es auch schwierig für mich zu sagen, ob es jetzt ein Yay oder ein Nay ist. Entscheidet mit mir, wie würdet ihr das einkategorieren, ob es ein Yay oder Nay für euch wäre, würde mich mal sehr interessieren. Ja, wie gesagt. Schwierig zu sagen. Oh, ich habe das Gefühl, heute zeige ich euch nur Yays in meinem Video. Okay, wow. Macht nichts, ist auch mal ganz schön. Und zwar diese hier. Ja, das ist die L'Oréal Paris, das 08 Ultra kühles Hellblond, genau. Ja, vielleicht bist du oder vielleicht auch nicht. Ich hatte ja mal rote oder kupferfarbene Haare. Und klar schimmert das jetzt hier auch noch immer hin und wieder so ein bisschen raus. Ich habe mir gedacht, und ich hatte eigentlich schon immer darüber überlegt, meine Naturhaarfarbe wieder rauswachsen zu lassen. Und dann habe ich überlegt, oh komm, hast du Kupfer und hier und da, wer meine Haarfarbstory kennt, der weiß, wie ich fühle. Ja, aber neuerdings habe ich mich da wieder entschlossen, wieder meine Haare so ein bisschen braunlastig zu machen, so ein bisschen kühllastig, was halt auch mein Ansatzton vorhersagt.
Und mit diesem hier habe ich das geschafft, dass es wieder so ein bisschen kühl ist. Ich hatte nur noch eine Packung und ich habe halt sehr dickes Haar. Und ich habe das einfach reingeklatscht und dann mit einer Bürste durchgebürstet, damit ich ein bisschen alles kriege. Aber ich bin jetzt wieder sehr zufrieden, weil meine Haare wurden nämlich sehr, sehr orange wieder. Obwohl ich es ganz schön fand, aber ich wollte es halt nicht. Und jetzt habe ich sie wieder drüber gemacht. Und jetzt bin ich wieder relativ zufrieden. Jetzt sind sie wieder etwas kühler und ich finde das jetzt wieder sehr schön. Und jetzt kann mein Ansatz auch wieder neutral durchwachsen, rauswachsen, wie auch immer. Also ich würde euch sehr empfehlen. Ihr solltet vielleicht so 2-3 nutzen, wenn ihr sehr blond seid, gelbblond seid oder vielleicht kupferhaarfarben seid und euch überlegt, ich möchte es wieder kühler haben oder so, dann kann ich es euch wirklich super empfehlen. Nämlich hier ist auch ein lila Shampoo drin und ein lila Conditioner, den ihr dreimal anwenden könnt, ja. Ich konnte meinen auch dreimal anwenden und ich finde das richtig gut und nach jedem Waschen sind sie dann nochmal intensiver kühler. Kann ich euch wirklich empfehlen. Also jeder, der ein bisschen kühler werden möchte, große Empfehlung. Also ein Yay. Kommen wir zum letzten Produkt für heute, was ich Ihnen in die Kamera zeigen möchte. Und Spoiler Alert, es ist auf jeden Fall ein Yay. Und zwar ist das dieses, was ihr auch schon öfters in meinen Make-up-Videos gesehen habt. Ja, das ist ein Shine-Pinsel-Augenbrauen-Set-Dingsda-Bumsda-Gedöns. Leider könnt ihr nicht wirklich was davon sehen, aber so ein bisschen da. Und ja, ein bisschen ist da noch, aber der ist halt wie gesagt leer und ich habe jetzt einen anderen. Und ja, das ist wie gesagt ein Augenbrauen-Pencil und ich finde den richtig, richtig gut. Auf der einen Seite den Pencil halt und auf der anderen Seite die das Brush. Aber falls ihr nicht von Shein einkaufen möchtet, dann kann ich euch den kurze Empfehlung rausgeben. Kann ich den hier von, Moment, von Revive die Loop empfehlen, den Super Slim Eyebrow Pen. Ich habe jetzt hier 04 Coffee. Coffee ist tatsächlich kühler als gedacht, denn die anderen sind eher so grau-grün und das ist ja sowas von hässlich, ne? Deswegen musste ich echt gucken, dass ich doch ein Tickchen wärmer gehe und dann habe ich wirklich meine Farbe gefunden, mein Verein, meine Augenbrauen. Ich meine, ihr seht es ja an meinen Augenbrauen. Und ja, hier, ihr könnt auf jeden Fall auch den von Shein nehmen. Ich weiß zwar nicht, wie der heißt. Ah doch, der ist Skinny Brow Pencil von Shein. Ja. Der Pen ist sehr dünn. Man kann da richtig schön zeichnen. Also man kann da richtige kleine Härchen machen. Und das finde ich richtig gut. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Bürstchen ist auch sehr gut und es lässt sich auch schön smoothen, kann man das so sagen. Ja. Große Empfehlung. Also ein Yay. Ja, ihr Lieben, das waren meine Produkte, die ich aufgebraucht habe. Die sind echt zum großen Teil alle yay. Also wirklich, die würde ich mir alle neu kaufen. Ohne Witz. Schreibt mir mal gerne, welche Produkte ihr von denen schon hattet und was ihr generell empfehlen könnt. Ich bin immer sehr interessiert, was ihr so empfehlt. Deswegen lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ja, da bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann klickt hier auf jeden Fall gleich mal nach. Nach diesem Video wird euch ein bisschen was eingeblendet. Ja, ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.